Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Survivor und dem Beagle. Wieso denn schon wieder dem? Wohin willst du, Kumpel? Na, hierhin. Jetzt möchte ich natürlich die Handlung auch wissen. Ab Kurs auf das Novagaron-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seher, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Ach so, das ist Himmel. Okay, ich dachte gerade schon, what? Ich habe übrigens, als ich in Anwerten ging. Bist du bereit, Kerl? Ja. Wir sind fast da. Ach so. Ich habe in einem Video, wo ich die, den Weg gesucht habe, Cameron Monaghans Stimme nochmal gehört. Und wenn man die so auch durch Gotham mit Joker in Verbindung bringt, passt das so gar nicht. Dabei hat Cameron Monaghan eigentlich eine gute Stimme. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja, mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Kerl neigt dazu, sich für einfach alles die Schuld zu geben. Das ist Wahnsinn. Dach der Hangarbucht. Alter, Kade, was? Okay. BD. BD, was los? So weit, so gut. Jetzt bleibt auf meiner Schulter sitzen, gerade. Was denn? Ah, er will was scannen. Ich höre dich, BD. Mal sehen. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Oh, falls beide Wege führen ans Ziel. Geh erst hier lang, weil hier ist jetzt wieder offensichtlich, wo die Punkte lang gehen, was ich völlig eine Farce finde, wenn ich ehrlich bin. Am Prioritklumpen. Also das mit dem Observatorium war richtig scheiße, muss ich euch leider einfach genauso sagen. Dass man das nicht anständig finden konnte. Und oh! Okay. Sanft runtergerutscht. Oh. Ach, geht trotzdem. Okay. Cool. Kann ich damit noch mal zuvor... Ja. Irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Oh. Okay. Ich habe so viel Prioritklumpen und ich will die alle gar nicht haben, weil ich einfach nichts bei ihr finde, was ich kaufen möchte. Vielleicht kaufe ich einfach mal eine Runde lang die Songs rauf und runter. Und dann hören wir uns die an im... Hangarbucht. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt.
Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Könnte sich jemand in unsere Systeme gehackt haben? Ich hoffe, das ist keine Übung. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Geil. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bortan hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Ich würde sagen, er arbeitet eher für den imperialen Darth Vader. Wenn Darth Vader höchst selbst da aufgetaucht ist, dann arbeitet der für den, Leute. Der kommt ja nicht für irgendwas raus. Im Gegenteil, Darth Vader doch nicht. Oh. Der Jedi offenbar. Cool. Gut gemacht. Das wird bestimmt lustig. Ich komme schon noch durch. Ich find's so geil, sie sagen mal, das wird lustig. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der C-Landeplattform umgeleitet. Ist das nervig, Leute? Nein, nein! Ah! Sheesh. Nee, wie soll das gehen? Von hier aus zumindest nicht. Hm. Geht das überhaupt? Muss ich überhaupt dahin? Dieser Hangar ist ja, ich muss dahin. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielgelände. Hä, Leute, wie, was? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Den Jedi identifiziert. Ich habe ihn. Seine Verteidigung ist zu hoch. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielgelandeplattform umgeleitet. Boah, diese Durchsage nervt. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielgelandeplattform umgeleitet. Aha. Bevor ich das mache, würde ich einmal gerne wissen. Oh, da muss ich hin. Keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben. Den Weg zieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der Kampf ums Budget wird immer härter. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition die Kredits nicht wert? Die Bilanz der ISB ist... Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der C-Landeplattform umgeleitet. Was gibt's denn hier für mich? Ah, Abkürzung freigeschaltet. Ah, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. So. Dann
können wir die jetzt nämlich platt machen da unten. Wo muss ich denn genau hin? Da unten leider durch. Gut, dann würde ich sagen. Ein Kampf zwischen intelligenten Gegnern. Feuern strategisch! Ja, ich nehm's zurück. Ein Flammenwerfer, Mann. Feuer taktisch, finde ich geil. Gut gemacht. Oh, es tut mir leid, das wollte ich doch gar nicht. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihn hierher gefolgt sind. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lord Vader und die Inquisition müssen einen Verdacht hegen. Vielleicht ist Commander Denver. Das werden Sie bereuen. Danke. Ich habe das Gefühl, dass ich das tatsächlich werde. Hier stimmt etwas nicht. Das beobachte ich doch gerne. Wieso sind die so viel kräftiger gegen die... Ach, egal. Danke. Aber wo muss ich hier hin? Hier ist schon richtig, ne? Ha. Ein Terminal. Vielleicht ist Boat in der Datenbank. Boat ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey! Sie dürfen sich hier nicht... Analytischer Hieb. Das ist ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Braucht euch nicht mehr. Feind entdeckt. Oh nein, aber. Beendet die Sache! Tot. Greift er mich eigentlich an? Nee, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Wir sind ausgesperrt. Immer präzise. Ich möchte hiermit als erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner. Das ist der Stützpunkt, Kommandant. Aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir sie. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Sie sind so wachsam, dass ich hier einfach durchspazieren kann.
los geht's. Die Basis ist nun abgerichtet. Ein Einzelnen wurde identifiziert. Bringt ihn sofort hin. Dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Ja, nun, ne? Warum sollte es auch nicht eine Falle gewesen sein? Ach, Mensch. Aber hier geht's ja auch noch lang. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, wo genau muss ich denn hin? Nach da oben. Also will ich erstmal so hier hingehen und gucken, was hier ist. Alter, dieses Gedudel, Dudel. Geht mir am Sack. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Okay, Abkürzung also in der Theorie. Warum konnte es hier übrigens die Sachen aufmachen und Kerl nicht? Ich bin einfach in irgendein Abteil. Schwer zu glauben. Vielleicht ist es eine Übung. Mit all den Auslöschungsproblemen. Oh. Ups. Abkürzung freigeschaltet. Perfekt. Wie Abkürzung freigeschaltet? Warte mal. Ach, wieder beim Hangar. Okay, ich verstehe. Was ist das denn für eine weirde Struktur? Ich kann mit dem nichts machen. Das nervt mich. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Jedi-Terrorist, also wirklich. Aber lebend wollen sie mich haben. Abregelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Der Lift ist nicht hier. Darüber und dann darüber und dann darüber. Na dann. Nicht so richtig, was? Also ich gehe davon aus, dass das wohl der richtige Weg war. Ja, nein, vielleicht. Nee, nicht ganz. Aber close enough. Ein Aufständischer! Ein Aufständischer! Also bist du tot. Aua. Information! Der kann nicht weit kommen. Information halten! Aua. Aber stelle ich mich da?
haben ihn erwischt. Schmerzen halten mich nicht auf. Nein, zu schade. Okay. Ich fühle mich schwach, Baby. Ja, soll vorkommen. Eine hackbare Truhe, die hatten wir schon lange nicht mehr. Inquisitorenlackierung, als würde ich eine Inquisitorenlackierung haben wollen. Aufzug. Laserschranken sind aus. Gut. Ja. Ups, daneben. Hat irgendjemand den Jedi in Sicht? Nein. Ich trete nur in eure Sicht, wenn ich euch dabei in die Fresse trete. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Entschuldigt, Leute, aber das war cool. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Baut ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sias Tod ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Monaten. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Rode hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Hat er ihn jetzt getötet? Ja. Echt jetzt? Leute, das ist auf mehrere Ebenen super irritierend und verstörend. Super, Kumpel.
kann ich rennen, weil... Ist so? Okay. Boat muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Warum hat er jetzt die... Es ist nicht völlig egal, was er trägt? Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Können wir dich da drin verstecken? Wo muss ich eigentlich hin? Ah. Noch ein bisschen Kohle mitgehen lassen. War das überhaupt der Weg? Nein, es war nicht der Weg. Boah, Kerl möchte aber auch einfach nicht schneller laufen. Ganz unauffällig. Oh, ich bin auch gar nicht eingeblendet. Ganz unauffällig. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hallo. Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß. Das ist noch was. Ja, das ist genau mein Problem damit. Na? Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwig, ja, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Kann ich da Gäste durch? Sie überwachen uns. Oh, natürlich. Und wir überwachen sie. Ah, ich muss mit ihm reden. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das nur... Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwig ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwig? Ja. Sie können passieren, Officer. Danke. Zu freundlich von dir. Möge die Macht mit dir sein. Hey, Kumpel. Sei auf alles gefasst. Oh mein Gott, der Kleine ist so grottrollig einfach nur. Oh mein. Heck dich rein. Tralalalala, sagt der du tralalalala. Hervorragend. Er ist nicht hier. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Das ist doch Kinderspielzeug. Und Kinderspielzeug? Und durchatmen. Ihr Lieben, ihr seht, wir sind im Menü zum Abschluss, was daran liegt, dass ich erst nach der Aufnahme gemerkt habe, dass diese verdammte Folge 49 Minuten lang war. Und das war mir zu viel. Also habe ich an dieser Stelle einen Cut reingemacht und ich kann euch garantieren, dass was nächste Folge kommt, ist heftig. Es ist so heftig. Und deswegen sage ich an dieser Stelle... Ja, das ist ein richtig gemeiner Cut, den habe ich bewusst so gesetzt. Und ich war noch echt lieb zu euch. Aber egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haut rein.